Moin vom Gatsohaus Aurich, mein Name ist Inga und heute zeige ich euch, wie man einen Alexander-Cocktail herstellt. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, eine Handserviette, wir brauchen Weinbrand, Brandy oder Cognac, Creme de Kakao braun, Sahne, Muskatnuss, ein Strainer, ein Jigger, ein Cocktailglas, ein Standard-Cocktail-Shaker und Eiswürfel. Als erstes nehmen wir den Coaster, markieren den Platz von unserem Gast. Dann geht es weiter. Wir kühlen unseren Shaker vor. Für einen Cocktail brauchen wir 3 Eiswürfel. Dann kühlen wir unser Glas vor. So. Gießen einmal das Schmelzwasser ab. Und fangen mit der Sahne an. 2 cl für einen Cocktail. Dann der Creme de Kakao braun. Ebenfalls 2 cl. Flaschen immer gleich wieder zumachen. Und zum Schluss der Weinbrand, Brandy oder Cognac. Ebenfalls 2 cl. Hierbei gehen wir von den dickflüssigen zu den dünnflüssigen Spirituosen oder Zutaten, um wirklich alles aus dem Jigger rauszubekommen. Dann verschließen wir den Cocktail-Shaker. Darauf achten, dass er auch gut zu ist. Dann einmal mit der Handserviette umfassen. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten zu shaken. Entweder einmal so über die Schulter oder vorne vorm Bauch. Wichtig ist, dass man das so circa 10 bis 12 Mal macht, dass das Eis kräftig unten und oben anschlägt. So, dann kann man schon sehen. Der Becher ist so leicht beschlagen, daran merkt man, dass alles gut durchgekühlt ist und der Shake fertig ist, oder der Cocktail. Dann einmal das Schmelzwasser aus dem Glas absäumen. Ein bisschen hin und her gehen, damit sich auch wirklich alles löst und dass man alles ausschenken kann. Bei den Cocktailrezepten ist mit einberechnet das Schmelzwasser auf den Cocktailshaker. So. So, dann brauchen wir noch den Muskatnuss. Mal ein bisschen was darüber. Man kann den Gast auch gerne vorher fragen, ob er den Eiswürfel haben möchte oder nicht. Wir servieren ihn heute mit Eiswürfel und dann ist er auch schon fertig. Prost! So, das war der Alexander-Cocktail. Der Alexander-Cocktail ist ein After-Dinner-Cocktail. Worauf ihr achten müsst beim Shaken ist, dass das Schmelzwasser mit einberechnet ist in das Cocktailrezept und auf gar keinen Fall dürft ihr kohlensäurehaltige Getränke mit in den Shaker machen, sonst wird es eine spritzige Angelegenheit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bleibt gesund und bis bald.